Ich möchte meine Ausführungen über die Emotionen nicht abschließen, ohne etwas über Thomas von Aquin gesagt zu haben, der die Analyse der Emotionen, wie wir sie heute kennengelernt haben, in einer wichtigen Hinsicht weiterführt. Für Thomas von Aquin ist es nämlich so, dass es überhaupt nur eine Basisemotion gibt, also nicht die vier grundlegenden Emotionen der Stoiker. Und diese eine Emotion ist die Liebe. Jede Emotion wird auf die Liebe zurückgeführt. Auch die Emotionen, die wir so negative Emotionen nennen. Thomas' These ist, dass sich hinter der Wut, hinter dem Zorn, so hinter der Furcht, hinter dem Schmerz, die Liebe zu etwas verbirgt. Stellen Sie sich vor, Sie werden von einem Menschen abschätzig behandelt. Er achtet Sie nicht, macht eine Bemerkung und diese Bemerkung, die macht Sie wütend. Wütend auf diesen Menschen und auf diese Art und Weise, wie Sie behandelt werden. Thomas würde jetzt sagen, dass hinter dieser Wut oder hinter dieser Emotion etwas anderes deutlich wird und Sie diese Emotion nur verstehen, wenn Sie diese Emotion nicht nur als eine Abwehr, als eine Wut dieser Person gegenüber sehen, sondern wenn Sie sehen, dass durch diese negative Emotion etwas geschützt werden soll, nämlich Sie selbst, Ihre Selbstachtung, Ihr positiver Wille zu Ihrem eigenen Leben. Etwas, was Sie selber lieben, was wertvoll für Sie ist, was ein Gut für Sie ist, wird also durch diese negative Emotion geschützt. Sie können diese Fälle beliebig vermehren. Hinter der Wut, wie sich Staaten gegenüber anderen Staaten ungerecht verhalten und Kriege anzetteln, verbindet sich so etwas wie der Wunsch nach einer friedlichen und gerechten Weltordnung. Oder denken Sie an viele Konflikte, die Kinder mit ihren Eltern haben. Wenn Kinder auf die Eltern wütend sind, dann verbirgt sich oft dahinter der Wunsch, die Eltern mögen anders sein, viel besser, als die Eltern als Menschen oft sein können. Das heißt, die Liebe zu den Eltern, die ursprünglich da ist, aber sich vielleicht an falschen Bildern der Eltern erst einmal festmacht, die ist der eigentliche Ausgangspunkt dafür, dass es zu so aggressiven Konflikten zwischen Eltern und Kindern kommen kann. Die Theorie der Emotionen bei Thomas von Aquin oder den Teil der Theorie, den ich Ihnen jetzt nur vorgestellt habe, differenziert und erweitert noch einmal das, was wir in der Antike bei den Stoikern und bei Aristoteles kennengelernt haben. Erinnern Sie sich noch einmal, die Stoiker sind der Auffassung, wie auch Thomas von Aquin, dass es drei Dinge braucht, um Emotionen zu verstehen. Ein Tatsachen, ein Inhalt, ein Werturteil und eine Körperreaktion. Aristoteles kritisiert indirekt die Stoiker, indirekt, weil die Stoiker ja zeitgleich oder sogar viel später nach ihm gelebt haben. Er kritisiert sie, weil er sagt, dass es richtig sein kann, die Emotionen zu haben, weil die Emotionen Seismographen für Dinge wie Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit sind. Und Thomas von Aquin ist es, der die negativen Emotionen auf die eine Grundemotion, nämlich die Liebe, zurückführt. Für die Frage nach dem gelungenen Leben ist der Umgang mit Emotionen natürlich zentral. Und erlauben Sie mir, wenn ich den Bereich der Philosophie hier etwas verlasse und mich dem der Trivialpsychologie zuwende. Die Frage, ob es uns gelingt, auf eine gute Art und Weise mit unseren negativen Emotionen umzugehen, ob es uns gelingt, Krisen, auch emotionale Krisen, in unser Leben zu integrieren, spielt für die Frage, ob unser Leben als gelungen betrachtet werden kann und ob wir selber unser Leben als gelungen betrachten, eine ganz wesentliche Rolle. Und ich denke, hier können wir sehr praktisch sehr viel von den Stoikern, von Aristoteles und von Thomas von Aquin lernen. Besonders vielleicht von Thomas von Aquin, weil er uns herausfordert und provoziert, einen neuen und einen anderen Blick auf unsere negativen Emotionen zu haben. Weil er in Frage stellt, unser herkömmliches Nachdenken über Wut und Zorn und Hass und diese negativen Dinge in uns.
und weil er uns erkennen lässt, dass es uns auf einen positiven Wert in diesen negativen Gefühlen ankommt.